für die FPÖ jetzt Budgetsprecher Hubert Fuchs. Sehr geehrter Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, die Bewilligung und Kontrolle des Staatshaushalts gehört in Demokratien zu den zentralen, wichtigsten und ältesten Rechten der Parlamente. Wir haben bedauerlicherweise 97 schwarz-grüne Nationalratsabgeordnete, welche am Donnerstag wissentlich ein falsches Budget beschließen werden. Wir haben auch einen Finanzminister, der nicht in der Lage ist, wozu alle seine Vorgänger in der Lage waren, nämlich ein ordentliches und korrektes Budget vorzulegen. Und wir haben auch einen Nationalratspräsidenten Sobotka, der kein Problem damit hat, dass der Finanzminister wissentlich ein falsches Budget vorlegt. Das Budget ist die in Zahlen gegossene Politik. Noch nie war dieser Spruch so zutreffend wie heute. Wir diskutieren nämlich im Hohen Haus immer noch ein Budget, das der Finanzminister vor der Corona-Krise erstellt hat. Dieses Budget samt Budgetrede hat der Finanzminister am 18. März bereits in den Mistkübel geworfen. Der Finanzminister findet es aber nicht der Mühe wert, mit aktuellen Budgetzahlen zu hantieren. Die Begründung des Finanzministers ist unfassbar. Jede Zahl, die wir heute kennen, wird schlussendlich falsch sein, meint der Finanzminister. Und weil das so ist, hat es laut Finanzminister gar keinen Sinn, das Budget zu aktualisieren. Herr Finanzminister, ist Ihnen bewusst, dass es ein Bundeshaushaltsgesetz gibt? Und ich darf Ihnen in diesem Zusammenhang den § 28 Absatz 2 Bundeshaushaltsgesetz zur Kenntnis bringen. Und auch dir, lieber Klubobmann Wöginger. Die Voranschlagswerte sind zu errechnen, wenn dies aber nicht möglich ist, zu schätzen. Also hört nicht auf eure Experten, lest einmal das Gesetz. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wenn der Auer-Vorstand beim Finanzminister vorstellig wird, mit einem Businessplan oder mit einem Budget, welches der Vorstand vor Corona-Zeiten erstellt hat und Staatshilfe beantragt. Die Auer würde keinen einzigen Cent vom Finanzminister erhalten. Was aber der Finanzminister von einem Unternehmen verlangt, ja, das muss wohl auch für den Herrn Finanzminister gelten. Applaus 97 schwarz-grüne Nationalratsabgeordnete werden diese Woche 82,4 Milliarden Auszahlungen und 81,8 Milliarden Einzahlungen genehmigen, was einen Nettofinanzierungsbedarf von rund 600 Millionen Euro ergibt. Wir wissen aber bereits heute, dass der Finanzminister am 30. April nicht 600 Millionen Euro nach Brüssel gemeldet hat, sondern 30,5 Milliarden. Aber auch diese 30,5 Milliarden werden bei Weitem nicht ausreichen. Brüssel wird also vom Finanzminister über die aktuelle budgetäre Situation informiert, aber nicht der Nationalrat. Aber für den Finanzminister hat Brüssel wohl eine höhere Priorität als das Hohe Haus. Trotzdem genehmigen 97 schwarz-grüne Abgeordnete ein falsches Defizit von 600 Millionen Euro. Und als Belohnung dafür, dass uns der Finanzminister ein falsches Budget vorlegt, bekommt er von den schwarz-grünen Abgeordneten auch noch einen Blankoscheck über 28 Milliarden Euro zur freien Verfügung als Draufgabe. Eine mögliche Verfassungswidrigkeit dieser Ermächtigung stört die Regierungsparteien sowieso nicht. Man ist das ja schon von den Covid-19-Sammelgesetzen gewohnt.
So schaut's aus mit der Budgethoheit des Nationalrates, wenn Schwarz-Grün die Mehrheit hat. Von Budgettransparenz hält Schwarz-Grün nicht viel. Umso wichtiger ist es nun, dass endlich dieser Covid-19-Unterausschuss eingerichtet wird, damit alle budgetrelevanten staatlichen Maßnahmen einer echten parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Hier geht es um das Steuergeld der Österreicher und da hat Transparenz und Kontrolle noch nie geschadet. Die Opposition hat den Finanzminister schon zigmal aufgefordert, endlich ein Budget auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten vorzulegen, auch, wie wir wissen, wenn diese Daten mit Unsicherheit behaftet sind und nicht alle Unwägbarkeiten vorhersehbar sind. Der nun vorliegende Budgetentwurf ist auf jeden Fall Ausdruck von großer Respektlosigkeit des Finanzministers und einer Missachtung des Nationalrates. Mittlerweile bekommen wir Nationalratsabgeordnete ja mehr Infos vom Budgetdienst als vom Finanzminister. Und bei dieser Gelegenheit darf ich mich auch beim Leiter des Budgetdienstes, Dr. Berger, und seinem Team ganz herzlich für seine fachkundigen Analysen bedanken. Nach 10-wöchiger budgetärer Untätigkeit hat der Finanzminister das Budget jetzt wieder aus seinem Mistkübel geholt und glaubt allen Ernstes, dass wir diesem Budget unsere Zustimmung erteilen werden. Nein, die FPÖ wird diesem Budget ganz sicher nicht zustimmen. Lassen Sie mich noch ein paar Anmerkungen zum Gastropaket der Bundesregierung machen. Von der Erhöhung der Beträge der steuerfreien Essensgutscheine profitieren die Arbeitnehmer, aber nicht die Wirtshäuser. Es wird deswegen nicht mehr konsumiert. Von der befristeten Erhöhung der steuerlichen Absetzbarkeit der Geschäftsfreundebewirtung profitieren alle Unternehmer, aber sicher nicht die Wirtshäuser. Es wird dadurch kein einziges Geschäftsessen mehr geben. Und die Abschaffung der Schaumweinsteuer hilft den Sektproduzenten, aber sicher nicht den Wirten. Die Wirtshäuser profitieren lediglich von der befristeten Senkung des Umsatzsteuersatzes für offene, nicht alkoholische Getränke. Das von der Bundesregierung groß angekündigte Gastropaket ist in Wirklichkeit gar kein Gastropaket, sondern ein Sammelsurium von steuerlichen Begünstigungen, von denen alle profitieren, nur nicht die Wirte. Die Gastronomie und die Hotellerie braucht aber rasch ein echtes Hilfspaket und nicht ein schwarz-grünes Marketingpaket. Aber es ist ja nichts Neues. Die ÖVP widmet der Inszenierung von Politik so viel Zeit und Detailplanung, dass für die inhaltliche Ausgestaltung kaum Zeit übrig bleibt. Wir haben eine Bundesregierung, die schnelle und unbürokratische Hilfe versprochen hat, aber dieses Versprechen nicht einmal ansatzweise einhält. Schnell und unbürokratisch funktioniert bei den Hilfsmaßnahmen nämlich gar nichts. Die Bundesregierung hat den Unternehmen 38 Milliarden Euro an Hilfsmaßnahmen versprochen. Bis dato sind davon erst 464 Millionen in Cash geflossen. Beispielsweise wurde der Härtefallfonds mit 2 Milliarden Euro dotiert und, man glaubt es kaum, erst 191 Millionen wurden ausbezahlt. Das sind weniger als 10%. Wenn Sie, Herr Finanzminister, so weitermachen mit Ihrem Bürokratismus und Ihrer Formularwirtschaft, dann werden die meisten Unternehmen pleite sein, bevor sie jemals einen einzigen Euro Hilfe erhalten haben. So sieht die schnelle und unbürokratische Hilfe der Bundesregierung aus. Ein Budget, in dem jede einzelne Zahl schlussendlich falsch sein wird, bildet eine Politik ab, in der sich jede einzelne Maßnahme schlussendlich ebenfalls als falsch herausstellen wird. Vielen Dank. Die FPÖ wird dem Bundesfinanzgesetz, also dem Budget, sicher nicht zustimmen. Und die diversen Hilfspakete sind Bürokratismus und Formularwirtschaft, sagte Hubert Fuchs.